Willkommen zurück bei Pokémon Karmesin und habe noch ein bisschen Zaubertausch durchgeführt. Erstmal habe ich hier dieses Pokel eben ins Team aufgenommen, damit es levelt. Die anderen sind ja schon ein bisschen weit zurück. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe ein Pokémon zugeschickt bekommen, das ich kenne, ja. Foxy, aber auch Foxy hat keine Pokédex-Nummer hier, genau wie mein Mew. Und dann Pokémon außerhalb des Spiels, finde ich gut. So, das heißt, die beiden müsste ich leveln, damit sie aufsteigen. Gut, gucken wir einfach mal. Ich bewege mich jetzt Richtung Stadt und wir kämpfen ein bisschen. Bis nach dem Intro. Okay, das sind hier ganz wichtige Sachen. Damit kann man später die Pokémon maximieren, wenn man weiß, in welche Richtung man sie entwickeln möchte. Aber im Moment für mich nicht wichtig, weil ich mitten im Spiel drin bin. Das ist was fürs After- oder Late-Game. Arriba, jetzt überall essen. Ist noch der Friseur. Was ist das hier? Segurite.
Ah, okay, hier gibt's Handschuhe. Und Helme, alles klar. Meine Güte, ey, es gibt wieder Items ohne Ende. Aber so ein Sportrucksack, den könnte ich mir durchaus vorstellen. Auf alle Fälle besser wie dieser andere dafür 50.000, den wir gesehen haben. Ah, und Brillen. Okay. So, jetzt aber. Auf geht's in die Wüste. Da komme ich oben nicht hoch. Toll. So, jetzt haben wir es hier hoch geschafft. Alles klar, das sind diese Raid-Dinger. Da ist eine ganze Büffelherde. Und da ist noch ein Leuchtturm. Und Kramwurks. Schick, ne? Eissturm, Eisattacke, jawohl. Nein. Jetzt sind wir reingerannt. Direkt Level 11. Na komm, dann machen wir das gleich nochmal. Kann ich meinen Haupt-Pokémon wieder reintun? Ein Rotom.
Okay, bei Rotom kommt man mit Hauptschlag nicht weiter. Ich glaube, ab Stufe 16 kann man den entwickeln, ne? Anowitz. Den könnte ich sogar. Ah, doch, habe ich auch schon. Schade. Okay, aber das wäre doch Tauschmaterial. Level 17. Krokel entwickelt sich. Gib alles. Lokroko. Jawohl. Geht doch. So, und dann kommt der auf Platz 5. Dann haben wir wieder einen im Pokédex ergänzt. Den haben wir schon. Der kommt in die Tauschbox. Bizarro-Raum, eine neue TM. Man lohnt sich doch noch mal ab und zu in der Stadt rumzulaufen. So, dann machen wir die Pokémon mal eben schnell fit und dann geht's wieder Richtung Wüste. Ring, 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 ring. Oh, was kommt jetzt? Hi, Blutzack. Irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verborgenen Stahls befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frage mich, wo und wie es sich versteckt. Vielleicht ist es ja so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Danke für die Info. Genau da wollte ich ja hin.
Okay. So, jetzt aber nochmal auf in die Wüste. Die habe ich doch schon, oder? Heute zum halben Preis. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Was hast du denn? Hehe, ich verteile gerade Niederlagen zum halben Preis. Hast du Interesse? Und ich verteile Siege zum doppelten Preis. Akademieschüler Hartmut fordert dich heraus. Du könntest nicht lassen. Ach, wie süß. Stell mir das echt böse vor. Da stehst du da so in der Wüste, suchst Gegner zum Kämpfen und dann kommt da so einer mit Mega-Pokémon im Vergleich zu seinen eigenen dahin und schlachtet dich einfach ab. Das ist doch frustrierend, oder? Das erinnert mich so an den Typen, der nur mit Karpador gekämpft hat. Platscher, Platscher, Platscher. Das kann mich teuer zu stehen kommen. 1380 Poké-Dollar, genau. Meine Kriegskasse ist ein bisschen leer seit dem letzten Besuch in der Stadt. Den habe ich noch nicht. Weil, wie gesagt, ich muss ja vorsichtig mit denen umgehen. Ich will sie ja einfangen. Blonkett wurde gefangen. Pokédex aktualisiert. An sonnigen Tagen rollt es gern auf Wiesen herum und frisst dabei das Gras, das sich in deinem radähnlichen Bein verfangen hat. Sehr schön. Da haben wir schon. Die 91. Was ist das da für eins gewesen? Okano habe ich schon. Den Elefanten da habe ich doch auch schon, oder? Aber süß. Nein, den habe ich noch nicht.
Das dauert jetzt. Volltreffer. Sehr schön, dauert doch nicht so lange. Fanti wurde gefangen. Mit der scharfen Rüsselspitze schabt es an hartem Gestein und frisst die Bruchstücke. Es ist gutmütig und hilft Menschen bei deren körperlichen Arbeiten gern. Sehr schön. Okay, und da stehe ich direkt auf einem drauf. Wie toll. Dieser Moment, wenn man nichts machen kann. Ne? Die 124. Upp. Ist die Frage, wo gehe ich hier weiter? Ne? Habe ich Mauzi schon? Ja, habe ich auch schon. Schade. Ich habe anderthalb Jahre nicht gespielt. Ich habe echt ein bisschen den Überblick verloren, welche Pokémon ich schon hatte und nicht. Deswegen muss ich die jetzt alle einmal ein bisschen antatschen, um zu gucken, welche mir noch fehlen. Makuhita wäre auch schon. Das habe ich aber fast mitgerechnet. Die könnte ich nicht haben. Das ist die Weiterentwicklung. Haben wir auch schon. Okay. Victri. Timerball. Okay. Das hier ist die östliche Zone 3. Die östliche Zone 3 ist ein Bergbaugebiet. Hier wird fleißig nach Erzen gegraben. Arbeiter Reinhard fordert dich heraus. Okay. Lass dich mal überlegen. Gegen Stein war vorher nicht so effektiv, ne? Wir probieren es trotzdem. Okay, klappt. Das war's. Mit harter Arbeit scheinst du dich auszukennen. Die Schlange habe ich doch auch schon. Ein Wolfball. Der ist schwer zu fangen. Und die machen ja meistens Explosionen dann.
Perle und dann ist vorbei. Voltoball zu fangen. Ganz, ganz schwer. Habe ich den Voltoball nicht schon? Ah, spontan habe ich ihn jetzt wieder mal nicht gesehen. Kann auch sein, dass ich ihn noch nicht habe. Wird schwer. So, jetzt gucken wir mal. Die kann ich ja nur quasi direkt einfangen. Oder Fähigkeiten unterdrücken. Das hat wirklich geklappt. Er bewegt sich rollend fort, rollt es über unebenen Boden, kann es plötzlich explodieren. Ab in die Box. So. Und dann wäre jetzt theoretisch noch da unten diese große Herde gewesen. Jetzt sind sie weg, ne? Gestürzt. Ja, der hier in groß quasi. Oh Mann, ey. So, die sammeln wir jetzt auch alle ein. Was ist denn hier los? Okay, hier könnte ich jetzt richtig heftig farmen gehen wahrscheinlich. Es hat jetzt Überlänge gekriegt, aber das muss jetzt einfach sein hier. So, den mache ich noch eben weg und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Karmesin wieder. Bis dahin, ciao, ciao.